den Anzeigen gehört und nicht in der 21. Jahrhundert. Wir möchten, dass die Leute verzichten, Pelz zu tragen. Leider sind die Verhältnisse viel schlechter geworden. Es wird viel quälerischer Pelz gewonnen, dadurch, dass immer mehr Profit gemacht werden muss. Ich finde, die Situation ist verschlimmert, da mehr Pelz eingeführt wird und es immer noch Pelzfarmen gibt. Also es gibt keine Veränderung meiner Sicht nach. Weil meine Mutter ist hier und die Tiere sind ganz herzig und ein paar sind tötet geworden. Das macht mich sehr traurig, ja, betroffen. Und ich finde den Mensch grauenhaft, wie die Menschen mit den Tieren umgehen, allgemein. Ich bin hier heute, weil ich gegen Pelz kämpfe und gegen Pelz bin, weil es eine Mode ist, die in der Steinzeit vielleicht wichtig war. Heutzutage ist sie nicht mehr wichtig. Sie beruht nur auf Grausamkeit und Brutalität. Und ich verneine das. Es ist nicht natürlich, es ist nicht normal und es ist nicht notwendig, Tiere auszubeuten, zu essen, Kleider zu machen oder nichts. Ich denke, dass die Tiere genauso viel Wert haben wie wir. Wir sind auch Tiere. Das ist eine Schande, das ist dem Menschen nicht würdig. Es kann nicht sein, dass man die Tiere so tötet und verbraucht für nichts. Die Pelzindustrie eine grausame Qual für die Tiere darstellt. Sie werden lieber lebendig gehäutet, weil sie dann leichter zum Abziehen sind, die Körper versteifen sind. Ich möchte meine Stimme erheben für die Tiere, die ihr Leben geben müssen für eine Sache, die gar nicht nötig ist und es nicht braucht, und auf die Qualen aufmerksam machen. Wann? Jetzt! Für wie lange? Immer wichtig für Leute oder Lebenswesen, die keine Rechte haben, die zu unterstützen. Und ich bin hauptsächlich für Menschenrecht, Tierrecht auch. Ich möchte einfach zeigen, dass jeder was tun kann. Jeder kann mitlaufen, jeder kann laut sein, jeder kann Sticker kleben, jeder kann aufklären.